und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist mal die Ayana dabei. Also, was für ein Video drehen wir heute? Ich will es. Ja, nee, das ist wow. Ein Kumpel von mir hat uns neulich Sachen besorgt, wo man nicht unbedingt weiß, für was man sie braucht und was sie sollen. Wir haben sie selber auch noch gar nicht gesehen. Und diese Gegenstände werden uns jetzt gleich nacheinander gegeben. Und dann schauen wir einfach mal zusammen, ob wir eine Funktion erraten können. Legen wir los! Okay, was soll das sein? Also ist das ein Schnurrbart, oder was ist das? Hier sind so Klettverschlüsse dran. Geht es ums Handtelefon? Nein. Oder um einen Rucksack oder so? Weißt du? Oder um Fahrradlenker. Um den Fahrradlenker. Warum sollte man sich so ein Teil zulegen? Das passt doch da genau durch. So, aus Spaß. Vorne anstatt ein Korb. Einfach so ein Schnurrbart. Ernsthaft jetzt? Wie bescheuert wird das denn aussehen, wenn ich so Fahrrad fahre oder so? Ja, was könnte das sein? Das ist total bescheuert. Oder vielleicht auch nur für Selfies? Na, aber dann würden die Klettverschlüsse keine Sinn machen. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Wollen wir auflösen? Ja. Okay. Was ist es? Oh mein Gott, das ist wirklich ein Lenkrad. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott. Kein das macht gar keinen Sinn, wenn es regnet, dann wird es voll nass. Nee, ich habe sowas aber auch noch nie gesehen, aber irgendwie macht das voll Sinn. Ja, machen wir weiter. Was ist das denn bitte? Sieht aus wie ein Hundespielzeug. Da ist ja auch ein Hund und da ist ein Foto drauf. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß es. Den kann man dann so nehmen und dann wieder werfen. Oh, ja! Oh, weil das so eklig ist, wenn der angeschlammert ist. Oh nee, fangen kann man damit nicht. Das ist richtig praktisch. Ja! Ich finde das immer so ekelhaft. Also wenn ich mit irgendeinem Hund spiele und ich dann diesen angeschlabberten Ball nehmen muss oder so, das ist so ekelhaft. Voll cool. Und dann kann ich den einfach so, whoop, zack, biau. Ja, super. Ich kannte sowas schon, aber ich kannte das irgendwie anders. Ich dachte, da ist immer so ein Stiel dran. Man kann das, da muss man sich nicht bücken. Ja, stimmt. Das gibt's auch. Haben wir es richtig? Selfie-Stick. Was? Ich hätte 100% drauf schwören können. Ein Pet-Selfie-Stick. Das macht man da oben drauf, damit der Hund da drauf schaut. Das heißt, wenn du jetzt ein Selfie machst und ich einen Hund so bin, dann weißt du, oh mein Gott, da ist der Ball, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben auch eine gute Funktion dafür gefunden, oder? Ja, voll. Komm, wir probieren das mal mit Bella aus, okay? Okay. Ich hole mal kurz Bella. Okay. Belli, guck mal, da ist ein Ball. Bella, guck. Bella, okay. Bella, Bella, Bella. Schau mal, der Ball. Warte mal, das ist... Nicht. Okay. Das funktioniert nicht so gut bei unserer Katze. Ups. Zweiter Versuch, Leute. Schau mal. Und jetzt mach ein Bild. Bella, schau. Los. Ja. Sie guckt auf jeden Fall irgendwo hin. Voll coole Idee. Machen wir weiter. Die Frage ist, ob sie wirklich auf den Ball geschafft. Jetzt hat sich Bella versteckt. Hä? Was für die Puppe? Oder auch für ein Tier? Das ist ein bisschen eng, oder? Aber ich dachte immer, es ist für Tassen, aber es macht keinen Sinn, weil hier müsste dann ja dieser... Da müsste ja der Henkel da so rein. So ein Knieschoner. Knieschoner. Ist auch kein Handschuh? Was glaubst du? Ich glaube, es ist ein Tierkleidung. Ich glaube, es ist irgendwie so eine Puppenkleidung oder so. Oh mein Gott. Also es ist wirklich für die Tasse. Wir waren nicht so schlecht. Ja, klar, funktioniert natürlich mit dem Henkel. Ja. Ach so. Oh, ja, okay. Ach so. Natürlich. Okay. Das ist voll süß. Das ist voll cute. Ich glaube, du hast es falsch gemacht, weil die Tassen halt es einfach so. Ihr könnt, by the way, mal in den Kommentaren mitraten. Bevor wir es auflösen, macht einfach kurz Stopp, kommentiert's und dann ja, könnt ihr mitmachen. Nächstes! Oh mein Gott, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Ja. Das ist so ein Spiel, das setzt man auf den Kopf und dann werfe ich dir einen Kopf und krieg sammelt Punkte. Komm, wir machen das mal. Ich muss wahrscheinlich so versuchen zu fahren. Nee. Aua! Nein, das funktioniert nicht. Mach mal deinen Kopf mehr so. Okay. Ich bleib nicht hängen. Au! Aber ich habe hier die richtige Richtung. Yay! Yeah. Wie viele Punkte hast du? 15. Au! Ich versuche die 100. Ach, schade. Ah, Mist. Nein! Bam! 100 Punkte! Also, was hältst du davon? Es ist irgendwie echt bescheuert. Also, es ist schon ein cooles Spiel, aber wir sehen halt komplett blöd aus. Ich finde nichts. Süß. Oh mein Gott, wir hängen aneinander! Wir denken sich sowas aus. Nächstes! Sieht irgendwie gefährlich aus.
Das ist auf jeden Fall zum Umhängen, denke ich. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Schlüsselanhänger. Wo hängst du denn da einen Schlüssel dran? Ich weiß nicht, hier noch dazu. Ich weiß nicht, dass man das irgendwo so ans Auto dran hängt und dann da unten so ein Navi ist. Da oben an den Rückspiegel? Ja, genau. Was denkt ihr, was das ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht muss man sich auch so mit dem einen Fuß draufstellen und dann ist es so... Oh mein Gott, ich hab's kaputt gemacht. Es ist einfach gerissen. Shit, I'm so sorry. Das ist so eine richtige Janina-Aktion. Ich mache immer alles kaputt, wenn mir irgendwas in die Hände kommt. Hast du jetzt zerrissen, oder was? Du bist so blöd. Ich würde sagen, wir lösen auf, oder? Weil ich habe keine Ahnung. Smartphone-Holder. Wir waren nicht so schlecht mit Navi. Nur mal so als ein Handy reinhängen statt ein Navi. Schau mal. Ah, das ist ja mal richtig praktisch. Und wahrscheinlich ist mein Handy zu groß, oder nicht? Jetzt reißt ein Stecker hier unten. Also, wenn es jetzt noch Teile wäre, könnte man sich das umhängen. Voll nice. Nice. Oh mein Gott, ja, das kennt man, glaube ich. Das ist ja klar, das, guck mal, das ist ja schon in Form von so einer Banane. Ja, okay. Das verrät es aber auch wirklich. Zack. Und fertig ist die Banane. Voll geil. Geschnitten. Wir sind einfach so ein nices Team. Nochmal gescheit. Woo! Live-Test, Leute, los geht's. Here's the banana. Woo! Nice. Geil. Aha, das ist ja richtig cool. Oder man drückt die dann hier so raus. So. Viel Zeit hat man damit jetzt ehrlich gesagt auch nicht gespart, oder? Ich meine, die Zeit, die ich brauche, um die Teile da wieder rauszumachen, da habe ich ja die Zeit schon wieder aufgeholt, wie ich die Banane selber mit dem Messer geschnitten habe. Also so unglaublich toll bin ich das jetzt nicht. Die lassen wir jetzt bei uns. Next one! Woo! Geil! Oh, ich liebe diese Teile! Wie heißen die UFOs? UFOs. UFOs. Das ist Banane an der Nase. Das sind Süßigkeiten, die sind so geil. Da ist Brause drin. Nein. Das ist kaputt gemacht. Yes. Da steht, dass es die schon richtig, richtig lange gibt, diese Süßigkeiten. Okay, nächstes. Oh, wow. Okay. Wow. Sieht aus wie so eine Spraytube. Vielleicht ist es so zum Haare. Vielleicht ist es so ein Mundspray. Wisst ihr, was man sich im Mund sprüht, damit man halt guten Atem hat oder so? Nee, ist aber kleiner. Ich denke mal, es ist so ein Haarspray, so ein Haarfärbespray. Ja, das kann es auch sein. Oder es ist halt einfach so ein komisches Deo. You never know. Boah. Boah. Das stinkt. Nein. Boah. Wenn man so irgendjemandem unterjubeln möchte, dass er gefurzt hat oder so. Das ist ein cooles Teil. Boah, der lustige Prank. Wer vor? Riech nochmal dran. Boah, ey, du stinkst richtig. Ich glaube, es ist so eine Stinkbombe, so mäßig. Poops Fart Spray. Super strong. Was muss man echt mal so als Prank in der Schule machen oder so, dass man einmal... Das hatten wir neulich in der Schule. Es hat so richtig nach verfaultem Ei einfach gestunken in dem ganzen Treppenhaus. Wirklich, Leute, wenn ihr das riechen könntet, das ist das Ekligste, was ihr jemals gerochen habt. Kennst du diese Jelly Beans, die so schmecken? Ja. So, so riecht es. Aber alle zusammen. Ja. Alles Eklige zusammen. Richtig eklig. Schnell weg damit. So, das war's jetzt auch schon. Ich glaube, wir hatten jetzt alle Gegenstände. Ja, ich fand, manche Anwendungen waren echt cool, aber manche halt auch echt hart unnötig. Ich hätte zum Beispiel dieser Hut-Dings oder sowas, wenn wer schmeißt, den gegenseitig Bälle ankommt. Es gibt so Leute, die das machen. Welches fandet ihr denn am besten? Schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Und ja, dann machen wir es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis ganz, ganz bald. Magst du noch was sagen? Liked. Liked. Und abonniert. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.